Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Lindblum im Industriegebiet, gerade frisch angereist mit der Lufttaxi hier und wir schauen uns hier auch gleich um, weil wir waren ja vorher im Theaterviertel und ich glaube, wenn ich in diesen einen Raum, also ich sag mal in das eine Haus oder Gebäude mit der großen Uhr reingegangen wäre, dann hätte ich geschichtlich was vorgegriffen und wir hätten diese beiden Bezirke jetzt nicht fertig machen können. Also das Industriegebiet nicht fertig machen können und das Geschäftsviertel auch nicht. Gut, also machen wir hier weiter. Nimitz. Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus und küss den Boden. Ja, bitte. Danke. So, gehen wir hier ruf. Der kann schnell Treppen steigen. Das möchte ich auch gern können. Hallo, Hank. Dieses Steindenkmal von der jetzige... Was? Ach nein, nicht von. Ich meine natürlich... Also ich fange nochmal an. Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet. Als Sid, der... Moment. 5, 6, 7, der 8. von uns schied. Jawohl. Das heißt, er ist dann quasi der 9. Hallo Mieze. Haben wir irgendwas? Oh, da haben wir echt was. Lederarmreif. Supi. Die Mieze tut pennen. Mit offenen Augen. Was haben wir da? Wir ziehen um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Falga Plaza im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert Duck. Jawohl. Ob der auch einen eigenen Geldressort hat? Wen haben wir hier? Chekhov. Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Keine Ahnung. Weil es halt so ist wahrscheinlich. Marlon. Und was findest du besser? Vorne oder hinten? Auf was denn bitte bezogen? Ich würde sagen vorne. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist wesentlich effizienter. Wenn der Antrieb vorne... Okay. Ein Antrieb, ja. Wenn der Antrieb vorne im Luftschiff ist, ist die Gleichgewichtsverteilung vielleicht besser. Aber die Leistung sinkt beträchtlich. Das stimmt schon, ja. Können wir das nochmal machen? Also hinten. Ich sehe schon. Du hast Ahnung. Die meisten glauben mir ja nicht. Alles Banausen. Bringt man den Antrieb hinten im Luftschiff an, dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt. Jo, Schubkraft oder wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Lalala. Haben wir dir schon gequatscht? Gas. Das ist schon was Einmaliges hier. Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Ja, wahrscheinlich alles mehr Holz. Holz, 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 Holz. Holzi, Holz, Holz. So, ja, ja. Warte. Ist da drüben noch irgendwas? Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehen tue. Das kann mir nämlich leider Gottes sehr leicht mal passieren. Aber ich glaube, da ist alles gut. Wo bin ich da? Ich komme da nicht mehr weg. Jetzt. Hängen geblieben. Sehr super. Bam. Bam, baram. Oh, hallo. Widget. What? Widget wahrscheinlich. Sit der 8. Ja. Auf den die Nebelantriebe zurückgehen. Ja. Der hatte eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Ja. Ja. Was ist heute Tagesdings? Menü des Tages, Hölleneintopf, gibt es nur bei uns. Kneipe zum Rechtsspruch. Was haben wir da? Oh, Brone. Bronzeharnisch, super. Und du? Billy the Kid. Uwe, was ist das? Ach, was war das bloß in diesem Eintopf da? Ich muss mal kotzen, geh mal beiseite. Luputa. Du, hör mal. Wenn ich mal groß bin, ja, dann werde ich auch ein Ingenieur. Und dann baue ich ein riesen Luftschiff, mit dem alle irgendwo zum Spielen fliegen können.
auf so einer riesengroßen Wolke, ja? Oder so. Ja, ja. Das kann ich, das mache ich. Mhm. Versprochen. Wen haben wir denn da mit dem Zahnrad auf dem Buckel? Rudolf! Boah, weißt du, was das ist? Ein Motor? Kannst du es glauben? Ein Prototyp des neuen Dampfantriebs. Und wie kriegst du denn wieder raus aus der Keischen? Muss wahrscheinlich die Tür rausschreiben. Aber mit diesem Antrieb, ja, wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Dampf und so, ne? Sieh doch nur. Ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Genau. Du bist nur noch ein Strich in der Landschaft. Dein Frauchen muss dringend mal was dagegen unternehmen. Ah, da haben wir auch die Katze, ne? Schatzkiste. Mimikkarte. Supi. Nanu, ich stecke fest. Hallo, Mieze. Was haben wir da? Zipfelmütze. Super. Aber das ist ein gemütliches Bett. Katze, geh mal runter. Ich bin so... Ach, müde. Ach, die will nicht. Dann geht sie halt pennen. So. Ah, da sind wir schon fertig. Da geht's nicht weiter. Dann können wir noch ins Gasthäuschen gehen. Mal schauen. Ja, das kennen wir ja schon, das Gasthaus. Bam, 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 dam, diddl, dam. Da ist gar nichts, okay. Hallöchen, Roscoe. Nach der Arbeit gehe ich mir jeden Abend, ne, die Kante geben, du. Ja, das sauf mich so an, ich sag dir was. Hallo Wirt, da redet nichts mit mir. Hallo Frau Kellnerin. Bitte entschuldigt. Aber Hölleneintopf ist leider aus. Ja, der letzte, der ihn gegessen hat, der hat so viel genommen, dass ihn jetzt schlecht ist und dass er uns wahrscheinlich vor der Eingangstür hinkotzt. Ja, ja. Also. Boah, sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand. Sie macht überhaupt keine Augen. Also, für mich. Ja, hat sie nicht. Nein, sind die nämlich schon vor lauter Stinken rausgeätzt. Ja. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ja, ich denke, sie würde die Gurken wählen, ja, hundertprozentig nimmt sie die, ja, dann saufe ich mich jetzt einen an, damit der Kummer nicht so weh tut, ja. Hallo, wer bist du? Kucho. Psst. Ach, welche Erfrischung. Mehr nicht? Was haben wir da noch? Halt. Luftschiff Tagesblatt, Hildegard 2, wird nicht fertig. Die Arbeiten am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Oh, wie schade. Hallo, OP. Also, Herr Wirt. Rutger. Servus, Zitane. Du kommst genau richtig. Ich habe da wieder ein neues Rezept ausbaldowert. Und du darfst der Erste sein, der es ausprobiert. Ein andermal. Ich bin gerade völlig satt. Schade, wirklich schade. Als ich das probiert habe, da habe ich nur zweimal kotzen müssen, statt dreimal, wie üblich. Ja. Na dann schleichen wir uns wieder. Perfekt, das hier haben wir schon mal geschafft. Dann geht's weiter im Geschäftsviertel. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Aber mir kommt vor, im Theaterviertel ist es dann, ging es dann wieder ab zum Schloss. Ich hoffe echt, dass ich mich nicht verdue. Achso, haben wir das schon gelesen? Statue Sid der Achte. Entwickelt 1762. Er hat entwickelt. Ein Luftschiff, das mit der Kraft des Nebels fliegt. 1771 bringt er mit seiner Luftschiffflotte den Frieden über den Kontinent. Er liegt 1780 seiner schweren Krankheit und gibt den Thron weiter. In Liebe und Gedenken an meinen Vater, Sid der Neunte. Ja, genau. Passt, dann schleichen wir uns hier wieder. Und fahren mit der Lufttaxe ins Geschäftsviertel. Boah, ich hoffe echt, dass das stimmt.
Also, Theater, Einkaufsviertel, Geschäftsviertel. Ich bin auch so ein Geschäftsviertel. Also Einkaufsviertel. Jetzt wollte ich schon Theaterviertel sagen. Verwirrt. Das müssen die Dämpfe gewesen sein bei dem Wirt gerade vorher. Weil die alle so saufen wie die Narischen. Daram, baram, baram, bam, baradadadam. Wen haben wir denn hier? Hallo, die Herren. Bald ist es soweit. Das Jagdfestival beginnt. Wer glaubst du wird gewinnen dieses Jahr? Also ich tippe ja auf Ivan, den Schrecklichen. Naja, ich weiß nicht recht. Dieses Jahr soll ja auch eine Drachenritterin dabei sein. Boah, auf die wette ich glatt meinen Helm. Mhm, die Wette halte ich. Pfau. Ja. Diese Drachenritterin ist nämlich keine geringere als unsere gute Bekannte, die Freya. Opa Gubo. Stör mich nicht, Bengel. Also, was wollte ich gerade tun? Gleich fällt's wieder ein. Ja, bestimmt. Sonst muss ich meine Rehe fragen. Die kennt sich aus. Die weiß immer, was ich denke. Ja. Da geht's nirgendwo lang. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Halt, stopp, warte mal. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss. Und mein Motto ist lieber tüchtig salzen als gar nicht gewürzt. Boah, Schiwiki. Das kann ich nicht. Also gesalzte Sachen, echt nur bei diesem Laugenbrezengebäck, diese Knusperdinger da, ne? Also das Knappergebäck. Das geht. Da macht mir das Salz nichts aus. Aber ansonsten, ich schwöre, Gemüse, Salat salze ich überhaupt nicht. Ich weiß, viele ziehen jetzt wahrscheinlich die Schuhe mitsamt die Socken aus. Aber, flotter Grausen. Aber ich salze die echt nicht, weil der Salat doch meistens eine Beilage ist. Ich liebe ja Wurstsalat. Also wirklich Wurst rein, Käse rein, grüner Salat, Bohnen, Paprika, Tomaten. Das wird bei mir nicht gesalzen, weil die Wurst und der Käse ja schon eigentlich, zumindest die Wurst sicherlich, gesalzen sind oder ist. Und deshalb spare ich mir das zusätzliche Salz und wie schmeckt's? Ist nicht gut. Ich mag's wirklich salzarm. Also, es, sag ich mal, gut gewürzt. ja, Pfeffer und so ist gut, aber bei Salz ist dann mein Limit, sag ich mal, gleich mal überschritten. Und dann ist es für mich schon eher mehr in die Kategorie Ungenießbarkeit eigentlich. Ja, die Schweißgurken, ne, wo wir gerade bei ungenießbar sind. Wie kann das sein? Niemand kauft meine leckeren Gurken. Der Geschmack ist unerreicht, aber der Geruch stört wohl viele. Sind nun mal die Ochsenschweißgurken sind nun mal in Ochsenschweiß eingelegt. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigung, da kommt einem leichtes Grausen. Der bleiche ist ja. Diese elendig versmogte Luft hier in den Blumen bringt mich noch bald ins Grab. Und du, Gnädigste? Ich wollte ja nur das Jagdfestival sehen, aber natürlich muss ich auch für meine Freunde ein paar Mitbringsel kaufen. Puh, ich hasse das. Ich weiß nie, was ich nehmen soll. Ein Fläschchen Jucköl aus frischen Juckzirben gepresst vielleicht? Oder doch lieber was anderes? Juckzirben, nein, die armen Juckzirben. Was haben wir denn da für ein Gebäude? Hallo? Kartenfreak, komm. Das Kartenspülen ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Ja, aha. Was haben wir da? Kartensammler Ausgabe 7.
Sonderbericht. Welche Karten werden zum Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerkarten dabei. Fabel Verlag. Ja, wer weiß. Kommt immer drauf an, wie viele Stücke es gibt auf der Welt, ne? Echokraut. Und in welchem Zustand die Karte ist, ne? Vor allem auch. So, was haben wir da noch Tolles? Hey, Potion. Ah, verdammt. Vierte. Wie hält die Taube es bitte in dem Turm da aus? Bei dem ganzen Zahnradgeklapper. Puh, wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube hier zuerst. Grüble und studier. Tada. Hallo, wer bist denn du? Tiffany. Oh, ich hasse dieses dämliche Jagdfestival. Oh, weil mein Vater jedes Jahr halb umkommt bei diesem Wahnsinn. Na, dieser alte Traterkreis, wirklich. Er glaubt ja immer noch, er ist 25, dieser alte Depp. Na, wirklich wahr. Oh, ein Hündchen. Hallo, Bello. Wuff, wuff, wuff. Wuff. Hast du ein Leckerli? Nein, dann schleich dich wieder. Oh, Frau in Schürze. Diese Kirche steht hier schon ewig. Diese ganze Gegend war früher noch ein dichter Wald. Das hat mir jedenfalls meine Oma erzählt. Es war auch diese Kirche, die das erste Jagdfestival ausrief. Eine Kirche macht sowas? Okay. Oh, warte, da war was. Ja, yeah, ein Zelt bekommen. Sauber. Bam. Bam. Baram, bam. Hallo, die Herrschaften. Ich bin ja schon ganz kribbelig. Bald geht's ja endlich mit dem Jagdfestival los, ne? Ich muss aufpassen, dass mein Herzschrittmacher das noch mitmacht. Oh, oh, oh. Hallo, Omi. Was? Wach auf, Oma. Hallo, ich will nach Hause. Immer dasselbe. Wenn meine Oma den Priester predigen hört, dann schläft sie sofort ein. Oh, ich kann nur schlafen, wenn mein Teddybär da ist. Ach, Omi. Sid der Erste, der das Reich Lindblum gegründet hat, war vorher auch einmal Sieger beim Jagdfestival. Ja, ja. Diese Kirche war auch von Sid dem Ersten erbaut, um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern. Tagchen, Herr Priester. Wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt, so reinigt erst einmal eure Seele im Gebet. Das Jagdfestival ist nicht nur ein blutrünstiges Spektakel, wie manche irrtümlich glauben. Im Kampf Mensch gegen Biest, nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauend, werden Charakter und Mut gestählt. Wer dies nicht versteht, ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig. Nein, nein. Wer bist du? Charlie. Die Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk. Und das Jagdfestival geht eben auf jene alte Zeit zurück. Ja, ja. Genau, eben deshalb. Kann ich da hinter dir vorbei und da hoch? Ja? Jetzt, ich will da rauf. Da, rauf. Na, geht nicht. Ja, ja. Ich dachte, geht's rauf. Doch, natürlich geht's rauf. Ja, ich hab's nicht vergessen. Und da war, glaube ich, was. Lederpanzer. Jawohl, ja. So. Alle hopp, runter mit uns. So, ja. Ich glaube, ich habe nichts vergessen hier. Jetzt geht's nämlich in den anderen Teil des Einkaufsviertels. Dort gibt es nämlich auch den Schmied. Und dort werden wir gleich mal schauen, ob er für uns was hätte. Ob er für uns was macht. Ob er Bock hat. Bam, ba, da, bam, bam, ba, da, da.
War das gerade wer? Nein, das war die Dame. Okay. Bam bam. Ram bam 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 bam. Bam bam bam. Was haben wir hier? Pepes Milchbar. Frisch gemolkene Milch von den Hochweinlindblums. Ideal für einen Eintopf mit Herzchen. Das könnte vielleicht auch ein Herzchen-Eintopf sein. Ja. Doch, wir kochen nicht. Nein, das braucht man nicht. Nein, da scheiß mal drauf. Ja, Tante Bruna. Hohoho. Hast du denn schon einen passenden Topf für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens. Und ich habe lauter gute hier. Ja, ja. Den passenden Teckel findest du auch noch. Ja, ja. Meistens ist damit dein Partner gemeint. Servus. Ich habe mich lange und hart auf das Jagdfestival dieses Jahr vorbereitet. Die anderen tun mir jetzt schon leid, denn ich stehe als Sieger praktisch schon fest. Ja, in meinen Fantasien halt. Ich darf doch wohl noch tagträumen, ne? Was haben wir hier? Hallo. Hallo? Hisako. Sag mal, Sepp, du Depp. Gehen wir bald mal? Dieser Laden ist doch sowas von öde. Lasst uns doch in den Itemladen nebenan gehen. Komm schon. Mann, noch eine Minute, Mann, du nervige Zicke. Das sagst du doch immer. Boah, mit Männern einkaufen ist so anstrengend. Was haben wir da? Früher gab es da ja so eine Zackenfrisur. Der hätte so ein sperriges Teil gekauft. Zackenfrisur? Was? Hallo, Frau Nasenring? Ist das ein Nasenring? Ah, das ist der Dagobert. Wenn du es beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Dolch, Silikvidea, Mithril, Jagdspeer. Gibt's da noch mehr? Eine Rute, eine Gabel, Lederarmreif, Kristallarmreif. Eskuchtion. Das gehört ihm, das haben wir gleich schon bekommen, Ziffelmütze. Da nehme ich aber allerdings eine mit. Oder zwei. Eisenhelm, Hammer welchen? Hammer? Hammer auch? Mehr braucht man nicht. Wegen, ihr wisst schon was, ne? Lernen. Wir tun gerne lernen. Halt, das habe ich jetzt gedrückt. So. So. Ich bedanke mich, verehrter Herr, und wisch. Halt, da ist was. Was ist das? Die Rüstung sieht aber schäbig aus. Wer würde die denn bitte kaufen? Ja, da kennen wir, glaube ich, eine bestimmte Person, die auf Rüstungen steht, ne? Was haben wir hier? Das wird dann der Itemladen sein, ne? Ja, da wo Vivi war, ne? Schauen wir doch gleich, ob sie irgendwo was umsonst gibt. Das wäre ganz fisch. Halt. Nur du, ne? Also umsonst nicht. Die Hanna. Uhuhuhu. Heute kommt kaum Ware rein. Das liegt wohl am Ausfall des Südtors. Welche Deppen haben denn das kaputt gemacht? Kuponüsse. Die Lieblingsspeise aller Mogris. Komplett ausverkauft. Quitsch, 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 quitsch. Hallo, schöne Frau. Wenn du am Jagdfestival teilnehmen willst, brauchst du meine Medizin und Kräuter. Dann, gnädigste, was hättest du denn? Naja, von dem Zeug... Okay, Goldnadel haben wir noch gar nichts. Da würde ich sagen, da kaufen wir doch glatt mal 5. Da haben wir eh noch und das passt so. Ah, Zelt nehmen wir noch 3 mit. So, wir haben eh genug Zaster. So. Ist das eine Brane-Statue? Schaut mal, ich glaube, ich bin. Das habe ich nie gesehen damals. Schau mal, da ist eine Brane-Puppe. Wow. Da kriegt man gleich Gänsehaut. Ja, ja. Flotter Grausen. Okay, da ist gar nichts mehr. Gehen wir weiter. Eine Brane-Puppe. Ist ja gefallen. Was haben wir da? Da ist nichts. Wo geht's? Hier geht's, glaube ich, zum Schmied. Wenn ich mich recht entsinne. Was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was?
Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab, du Trottel. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Mann, sei still, wir haben Kundschaft, Trottel. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut, Jura. Nie hörst du auf die alten Leute, nie. Der Rotzlöffel, Junge. Boah, ey, am liebsten würde ich dir alles wegnehmen. Inklusive dein hart verdientes Geld. Und dann werde ich das für meine Rente ausgeben, ja. Oh, oh, oh. Dieses Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Also ist es ein bisschen heiß, ne? Viel heiß. Und wie geht es dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Aurorak. Organ. Können wir das beides? Im Inventar. Silenquitea. Ich glaube, das geht wirklich. Also die auf jeden Fall. Ah, da muss ich noch eine kaufen. Baumwollkleid müsste auch einmal schon gehen. Wüstenstiefel müsste auch schon einmal gehen. Halstuch hoffe ich auch ganz stark. Kristallschild, Kristallarmreif kann man, glaube ich, kaufen. Okay, dann brauche ich noch eins für die Waffe hier. Die will ich unbedingt noch haben. Das gehe ich schnell einkaufen. Das geht sich noch aus. Mit Überlänge geht es sich aus. Dann sind wir auch mit den Schmieden schon fertig. Dann gehe ich gleich schauen, ob wir auch noch einen Kristallarmreif haben. So, das war jetzt hier. Bam. Bam, bam, bam. Hallo. Ich hätte gern was. Und zwar einmal das da. Und einmal das da, bitte. Ja, da haben wir noch gar nichts. Dann nehme ich auch gleich einen zweiten mit. Oder einen dritten gleich. Nehmen wir gleich einen dritten mit, oder? Ich werde das Ganze sowieso dann einmal schmieden. Da kommen wir so und so nicht drum rum. Das wird geschmiedet. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, könnte passieren. So, gehen wir nochmal schmieden. Es kommt halt nur darauf an, wie die Burschen und die Mädels hier mit dem Lernen vorankommen. Also mit dem Erlernen der Fähigkeiten. Hallo. Ich möchte gerne die haben. Und das war's fürs Erste. Da haben wir eins, da haben wir eins. Jetzt haben wir überall eins. Perfekt. Das reicht schon mal fürs Erste. Du, Opa. Wo ist denn der Opa hin? Der Opa ist schon fort. Ich glaube, den hat jetzt irgendwie, ne? Und das ist die Erde und so. Lol. Haben wir da noch was hier? Nur er redet, ne? Warum kritisiert er mich eigentlich ständig? Ich kann es doch bereits alleine, das alte Trottel. Langsam glaube ich, er will mir den Laden gar nicht übergeben. Ja. Alte Leute. Manchmal versteht man sie nicht. Oh, wo kommst du her? Diese Schmiede hier ist vom Feinsten. Sieh dir mal diesen strahlend glänzenden Hammer an. Den habe ich mir aus einer alten Bratpfanne anfertigen lassen. Ich bin so entzückt. Am liebsten würde ich den heiraten, den Hammer. Ja, wirklich wahr. Ich schwöre. Aber wir heiraten momentan niemanden, denn wir machen, außer ihr habt das vor, dann wünsche ich euch alles Gute, selbstverständlich. Aber wir machen für heute, und viel Spaß, wir machen für heute Schluss, nämlich. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!